denn so, dass ich dich gar nicht sehe? Ja, wir sind früh aufgestanden. Auf Weg nach Livorno zur Fähre. Da sollte man ja 2 Stunden vor Abfahrt da sein. Ich weiß zwar nicht warum, aber steht halt so drin. Bei 10 fährt die Fähre. Da haben wir jetzt am Campingplatz ihm angegeben, dass wir um 6:30 raus müssen. Und das klappt dann auch, wenn man am Abend vorher bezahlt und das eben auch angibt, dass man auf die Fähre will. Ja, naja, dann melden wir uns, wenn wir da sind. Wir sind angekommen im Fährhafen und haben uns eingereiht. Da steht hier die Mobi. Ja, es scheinbar geht langsam los. Die ersten Autos fahren drauf. Ein wenig schräg, ne? Ein wenig schräg. Lang und lang. Es geht drauf, ja. Bekommen der Diesel. Dankeschön. Es geht los. Jetzt fahren wir die nächsten Stunden entlang Korsika.
Schleusel steht noch wohlbehalten leer. Kann es weitergehen. Ja, jetzt geht's wieder runter. So ist der Schritt. Ja, wir haben hier richtig Glück. Wir sind ziemlich spät drauf gekommen, waren jetzt da gut gestanden und jetzt ging das eigentlich sehr schnell auch wieder runterwärts und nur eine so eine kleine Ebene hoch, ne? Und die war voll in Ordnung. Jetzt müssen wir bloß mal schauen, was die Rampe nicht da so ist. Brrrt, ne, wie sonst immer auf den, ja, die haben auf so wie ein Teppich, Pferd, ne? Genau, du hast immer, ja, das ist. Ja, willkommen in Olbia. Hier ein kleiner Yachthafen. Da hinten sieht man die großen Fähren. Und hier geht es ziemlich bergig zu, ne? Sardinien. Wir fahren jetzt hier die Brücke Richtung Arzachena. Arzachena ist doch ganz schön bergig und kurvig, ja, wie in den Bergen halt. Bergauf, bergab und Richtung aber Arzachena. Bisher, ich will es nicht verschreien, Traumstraße. Mhm. Also, sieht man es jetzt, ja, das ist schön zu fahren. Breit und wirklich guter Asphalt. Da kommt jetzt mal was Schönes angezeichnet, dass es uneben werden könnte. Nochmal zur Fähre zu fahren. Wir waren ja mit der Mobi Fantasy unterwegs und wir fanden es gut. Ja. Wir haben ja keine Kabine gesehen, auch waren wir nur auf dem Außendeck, aber innen ist halt auch gut ausgestattet. Die Sofas, die da standen. Campingplatz Isole da. Da haben wir uns erstmal. Ah, hier ist ein Abstellplatz. Schauen die Gruppen. Ah, da sind schon zwei vor uns. Mhm. Kommen auch von der Fähre. Ja. Unsere erste Station hier auf Sardinien im Camping Village Isole da. Hier die Einfahrt. Das ist auch ein sehr großer Bereich mit vielen schönen Ferienhäusern und Stellplätzen für Wohnmobile und Wohnwagen. Auch einen Bereich für Axi Card. Das gilt ja ab 1. September. Und da zahlen wir jetzt mit der Axi Card inklusive Strom 27,50. Mehrere solcher Sanitärgebäude. Einen Supermarkt, der sehr groß ist und eine riesen Auswahl hat. Hier etwas kleinere Tiny-Häuschen mit Veranda. Und dann kommen wir jetzt zum Axi-Bereich. Überwiegend Axi-Plätze zumindest.
Und da stehen wir. Da geht's zum Strand runter. Ist gar nicht so weit. Ja. Unser Anhänger ist ein bisschen Sichtschutz. Auch nicht schlecht. Es war gestern schon relativ voll, als wir gekommen sind. Und gar nicht so einfach, dann einen Platz zu finden, wo man auch mit Anhängern ohne groß zu rangieren reinpassten. Der erste Tag auf Sardinien. Wir machen eine kleine Radtour in Palau im Norden der Insel. Das ist gar nicht so weit von uns. Und hier scheinbar eine Segelregatta mit den dunklen Segeln da. Jetzt sind jede Menge davon unterwegs. Wahnsinn. So, sind wir gleich in Palau. Ist zwar eine vielbefahrene Strecke hier, aber trotzdem gut zu fahren, bergauf, bergab. Und immer wieder diese genialen Blicke, ne? Mit karibischem Wasser. Mit karibischem Wasser. Ist das nicht ein traumhafter Blick hier runter? Echt wahr. Also, super. Da geht es jetzt irgendwo zu so einer Festung. Und die wollen wir uns anschauen natürlich. Und so eine militärische, ne? Ja, ja. Archäologie kommt dann übermorgen. Wir haben jetzt einen direkten Blick hier nach La Maddalena. Die Spitze oben am Berg und Santa Maria ist in dieser Richtung da drüben. Und dann sieht man auch nach Korsika. So ganz im Hintergrund. Da unten legt die Fähre von Palau rüber nach San Bartolena ab. Da werden wir auch noch rüberfahren, in jedem Fall. Und faszinierend tun mich natürlich diese Segler hier, die hier scheinbar um diese Insel ihren Wendepunkt haben. Wir stehen wieder mal vor verschlossener Tür. Steht zwar bis 13 Uhr geöffnet und dann Mittagspause bis 14 Uhr, aber wir sind jetzt ja schon eine Weile da und wir haben noch nicht mal 13 Uhr, aber ja, keine Ahnung, egal. Es ist auch nur ein Gemäuer von 1889, eine Festung. Ich denke mal, interessanter und schöner ist dieser Blick hier. Man kann übrigens mit Wohnmobil hochfahren, wer will, und hier parken und diese Aussicht genießen. Ja, Wohnmobil. Ja.
Und einfach nochmal diesen traumhaften Blick genießen. Und dann werden wir mal wieder runterfahren nach Palau und einen kleinen Snack machen. Wochenenden, wenn man die Tickets kauft, bekommt man 30% Rabatt. Und ansonsten, wenn man es während der Woche zwei Tage zuvor kauft, auch 30% Rabatt. Und wenn man es am gleichen Tag während der Woche kauft, kostet es offiziell für zwei Personen und einen Motorroller bis 125 Kubik 44 Euro. Oh, drei mit Spinnaker. Bei dem kräftigen Wind ganz schön mutig. Die gehen aber auch ab.